Hallo, machen wir mal ein kurzes random Video. Hier sehen wir einen Seeigel, wie er Kolerbalgen frisst. Viele Leute wissen das meistens nicht, aber Seeigel besitzen 5, 6, es ist unterschiedlich, Kalkzähne in ihrem Maul, mit die sehr spitz und sehr scharf sind, mit denen sie eben Sachen abgrasen. Und die sind spitz und scharf und hart genug, dass sie sogar Korallen abfressen können, wenn sie wollen. Meistens tun sie das aber nicht, weil Seeigel einfach nur Algen fressen wollen. Die fressen lieber den Algenbewuchs von den Steinen runter. Fressen Kriegsspross-Algen oder andere höhere Algen. Auch gern Seetange und sowas, weil Seetange sind eigentlich auch Algen. Aber warum nennt man es dann nicht Seealgen? Keine Ahnung, nenn es einfach Seealgen. Nein, das sind Tange. Mich fasziniert es eher, wie diese Tiere überhaupt wissen, was sie fressen können und was nicht. Wie ich darauf komme, wie ich das sagen kann, ganz einfach: Seeigel und Seesterne besitzen beide eigentlich keine wirklichen Augen, so wie Quallen auch nicht. Und wenn diese Tiere, Quallen, Seeigel, Seesterne und sowas, Augen besitzen, das sind dann so überaus primitive Augen, die gerade mal hell und dunkel unterscheiden können, und das war's. Beziehungsweise muss man denken, und das ist etwas, was ich zum Beispiel immer gern anspreche. Du brauchst in dem Sinne nicht mal wirklich Augen. Tiere wie Regenwürmer oder Würmer im Generellen besitzen auch gar keine Augen. Die besitzen nur Zellen im Körper, in ihrer Haut, die Licht erkennen können. Wie weiß ein Regenwurm oder ein Wurm im Generellen, dass es oben, dass es draußen noch hell ist, indem er schlicht und ergreifend die Zellen in seinem Körper sehen können oder halt registrieren können, dass es noch hell ist. Oder zieh es rein in der Maler. Abbissen. Alter, ich sag das jetzt offen und ehrlich, wie so ein Schnabel von diesen Alien-Viechern, die man oft sieht. Und dann kommen sie so, so zu den Leuten, so, hang, 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 hang. Seeigel in a nutshell. Theoretisch, wenn ich ihn halt so eine Zeit lang anschaue, bin ich mir sicher, dass er mit seinen Saugfüßchen, die da immer vorne herumtapschen, spürt, dass das mehr oder weniger essbar ist und wahrscheinlich mit seiner Haut, die da außenrum ist, auch irgendwie so Zellen hat, die herausfinden können, ach, das schmeckt gut. Wir müssen halt davon heraus. Alter, 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 das ist jetzt ein riesiger Bissleck. Ich meine, wenn ich jetzt hier ihn kurz in Frieden lasse in seiner Ecke. Er hat sehr schön abgeweidet. Scherz. Scherz, er hat nicht abgeweidet. Ich habe letztens die ganzen Koleaper mit der Hand so alles raus, alles, was so leicht, ganz leicht, ohne Ärger weggegangen ist mit der Hand, habe ich weg. Und das war's. Jetzt kann es wieder schön nachwachsen, schön Nährstoffe vom Wasser aufbrauchen. Und so entzieht man dem Aquarium Wasser Nährstoffe. Du kaufst dir etwas, was sehr schnell wächst, dann lässt du es wachsen und dann entfernst du einen Großteil, weil da es nicht verrotten kann es diese Nährstoffe, die es entzieht für das Wachstum, nicht wieder ins Wasser abgeben. Und so entziehst du dem Wasser eigentlich sehr schnell auf natürliche Weise Nährstoffe. Weil in der Natur ist es auch nur so, sagen wir, karger Boden, irgendein Tier rennt vorbei, pinkelt hin, scheißt hin. Nährstoffe. Pflanze wächst, braucht diese Nährstoffe und wächst. Pflanze verliert Blätter, fallen zu Boden, verrotten, geben diese Nährstoffe zum Teil wieder an den Boden über. Neue Pflanzen wachsen, Tier geht vorbei, brunst und scheißt nochmal hin,
Mehr Nährstoffe, mehr Pflanzen wachsen. Tiere kommen, fressen diese Pflanzen, gehen woanders hin und bringen die Nährstoffe woanders hin. Die meisten Meere und Seen und Flüsse und sowas sind nur, jeder See, in den ein Fluss reinfließt, bekommt eigentlich Nährstoffe weitgehend von diesem Fluss. Weil der Fluss, von wenn es regnet, spült es Erde und Schlamm und sowas von den umliegenden Feldern, Wiesen und sowas in den Fluss, und der Fluss transportiert diese Nährstoffe bis in den See oder bis in ein Meer. Und dann reichern sich diese Nährstoffe an. Theoretisch ist das immer ein Kreislauf. Und dann hast du diese Nährstoffe ernähren Algen, und die Algen werden dann von Seeigeln gefressen und der Seeigel von einem Fisch und der Fisch dann von einer Möwe, und die Möwe fliegt wieder ins Landesinnere und scheißt wieder hin und bringt die Nährstoffe wieder dorthin. Zum Beispiel Lachse. Die Lachse schwimmen flussaufwärts und sterben. Und die ganzen verrottenden, verwesenden Lachskadaver bringen die Nährstoffe vom Meer kilometerweit ins Landesinnere. Und wer das nicht glaubt, die meisten Urwaldbäume und Urwälder rundherum, wo die Lachse sterben, haben die meisten Nährstoffdichte, weil eben die meisten Nährstoffe aus dem Meer kommen von diesen Lachsen. Aber das kann man sich eben auch zunutze machen, um Nährstoffe eben abzubauen. Das Aquarium hat so auf Seite so einen Nährstoffüberschub, dass die Kalkrotalgen nicht richtig wachsen können, weil zu viele Nährstoffe und die normalen Braunalgen drüber wachsen. Im Endeffekt fressen die Viecher das. Die Kolerpa verbrauchen dann die Nährstoffe und dann zieht man die Kolerpa wieder ab und so weiter und so fort. Ich finde es halt faszinierender bei diesen Tieren, Seeigel, Seesterne, Quallen. Die besitzen kein Gehirn, die besitzen kein zentrales Nervensystem. Die besitzen meistens nicht einmal ein anständiges Nervensystem, sondern nur so ein primitives. Und trotzdem existieren sie. Trotzdem können sie leben. Trotzdem können sie Partner finden, sich fortpflanzen und existieren. Obwohl sie eigentlich nichts sind. Außer ein paar Muskeln. Ein paar Nerven, die Sachen tun. Und dann gibt es noch diese Tiere, diese sogenannten Synaphoren. Wer jetzt nicht weiß, was ich damit meine, eine portugiesische Galeere. Wer jetzt nicht weiß, was eine portugiesische Galeere ist, das sind diese blauen Sackdinger, wo die Leute glauben, das ist eine Qualle. Nein, das ist ein Synaphophore. Das ist keine Qualle. Die an der Wasseroberfläche treiben. Meistens in Portugal und in Gegenden rund um Portugal, deswegen heißen die auch portugiesische Galeere. Die gibt es zwar auch in anderen Gegenden, aber zum ersten Mal wurden die entdeckt in Portugal, deswegen portugiesische Galeere. Und es ist oben dieser mit Gas gefüllte Sack, dann hast du unten das Ding und dann hast du diese Fangfäden, diese Tentakeln. Das ist keine Qualle, das ist ein Synaphophore. Das ist auch kein einzelnes Tier, sondern mehrere verschiedene Tiere, die in einer Kolonie zusammenleben. Und weil sie in einer Kolonie zusammenleben, haben sich die einzelnen Tiere auf spezielle Dinge konzentriert. Die einen werden zu diesem Sack, der oben sich mit Gas füllt. Die können weder fressen, noch verdauen, noch Nahrung fangen, noch sonst was. Die würden von alleine verhungern und sterben, weil sie nichts können. Dann hast du die unteren, die nur Nesselzellen sind, die können nur Beute fangen. Dann hast du die mittleren, die können nur verdauen. Aber weil sie alle miteinander verbunden sind, können sie überleben, weil sie sich gegenseitig helfen. Die Säcke, der Sack hilft, dass sie von A nach B kommen. Die Nesselzellen fangen Futter und die Dinge verdauen es und teilen das Futter auf alle anderen auf. Sie arbeiten zusammen in einer Kolonie, obwohl es eigentlich mehrere verschiedene Tiere sind. Und das gibt es ja in verschiedenen Ausführungen, von 50 Meter langen Schnüren über komische Gebilde in der Tiefsee, die eine Reihe haben von Säcken, die so pumpen, dass sie sich fortbewegen und dann so einen Schleier hinter sich herziehen, die Nahrung fängt. Die können die groteskesten und wirdesten Formen und Farben haben. Aber das Erste, was ich bei den Dingern denke, ist so komplexeres Leben entstanden?
wie ich das meine? Unser Körper sind eigentlich auch nur Zellen, die alleine nicht überleben könnten und nur überleben, weil sie zusammenarbeiten und jede Zelle irgendwas Gewisses macht. Die einen Zellen werden zum Gehirn, die anderen Zellen zu den Augen, die einen Zellen verdauen, die anderen Zellen werden zu einer Lunge, die anderen Zellen zu das. Nur bei den Synaphophores ist das halt viel simpler, viel primitiver. Du hast 4, 5 verschiedene Zellen, Tierchen, Zellen, die halt zu was Gewissen werden. Aber das könnte man sich gut vorstellen, dass das die ersten komplexeren Lebewesen waren. Weil mit der Zeit hast du dann halt immer mehr verschiedene Dinge und dann kriegst du halt welche, die zu Kiemen werden, die dir helfen, viel effizienter Sauerstoff aus dem Wasser zu filtern. Und dann werden welche zu einem richtigen Magen, weil das kann viel besser verdauen, als du stopfst Nahrung in dich rein, musst dann das zumachen, musst dann verdauen und musst die Nahrung aus dem gleichen Loch wieder rausspeiben. Wenn du vorne reinfrisst und hinten rauskacken kannst, weil du ein richtiges Verdauungssystem hast, kannst du kontinuierlich fressen. Man muss nicht immer warten, bis deine erste Nahrung verdaut ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die ersten Viecher waren, die komplexeres Leben dargestellt haben, weil es ist sowas in der Art auf primitivere Weise. Verschiedene Tiere, die zusammenarbeiten und dann mit einem Tier bilden, die sich gegenseitig helfen, weil die einzelnen Tiere nicht mehr in der Lage sind, alleine zum Überleben. Weil deine Hautzellen können auch alleine nicht mehr überleben. Geschweige denn eine Gehirnzelle, weil die kann gar nichts außer Fressen verbrauchen. Aber naja, bis zum nächsten Mal, Lieben. Bye, bye.